Christian Dürr. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, Herr Bundeskanzler, Sie haben das eingangs Ihrer Rede gesagt. Die Corona-Pandemie hält unser Land nach wie vor in Atem. Wir sind in einer vierten Welle. Aber anders als vor einem Jahr reden wir in Deutschland zurzeit nicht über eine flächendeckende Schließung des Einzelhandels. Anders als vor einem Jahr haben wir in Deutschland derzeit keine nächtlichen Ausgangssperren. Anders als vor einem Jahr haben wir glücklicherweise in Deutschland keine flächendeckenden Schulschließungen. Wir haben seit einigen Tagen in Deutschland die erfolgreichste Boosterkampagne in der Europäischen Union. In diesen Tagen wird in Deutschland so viel geimpft wie noch nie seit zu Beginn der Impfkampagne, meine Damen und Herren. Es waren letzte Woche 6,4 Millionen Dosen in der Woche. Die Impfbereitschaft der Menschen in Deutschland, und da will ich einfach mal Danke für sagen, die Impfbereitschaft der Menschen in Deutschland ist da. Und deswegen, auch das sage ich zu Anfang meiner Rede, bin ich dem Bundesgesundheitsminister dankbar, dass er sich jetzt explizit darum kümmern wird, dass das nicht abreißt. Es darf nicht passieren, dass die Impfstoffbeschaffung jetzt nicht eingehalten werden kann, meine Damen und Herren. Und da muss man auch mit Verlaub, Herr Brinkhaus, ich bin nach Ihrer Rede teilen etwas überrascht, etwas selbstkritisch mit der eigenen Regierungsarbeit umgehen. Was die Impfstoffbeschaffung betrifft, haben wir das heute bedauerlicherweise den Tageszeitungen entnehmen müssen. Aber Sie haben ja auch von Stil gesprochen. Diese Koalition hat bereits vor Regierungsbeginn doch in Wahrheit gezeigt, was ein anderer Stil ist, auch wie man miteinander umgeht. Und ich fand das spannend, dass Sie, Herr Brinkhaus, zu Beginn Ihrer Rede gesagt haben, wir wollen keine beleidigte Opposition sein, und Sie sprechen dem Bundeskanzler Scholz Respekt aus. Das freut uns. Aber der allererste Punkt Ihrer Rede, Herr Brinkhaus, ist die Sitzordnung im Deutschen Bundestag. Für mich jedenfalls klingt das beleidigt. Ich glaube, Sie sollten an der Stelle noch an sich arbeiten, lieber Kollege Brinkhaus. Und es wird jetzt sofort die Ärmel hochgekrempelt, denn es geht in den kommenden Wochen und Monaten bereits um ganz, ganz wichtige Entscheidungen in Deutschland. Es geht um die Frage, ob wir es schaffen, Deutschland gerade nach dieser Corona-Wirtschaftskrise auch auf einen Wachstumspfad zurückzubringen. Und dabei geht es ja nicht um irgendwelche volkswirtschaftlichen Statistiken, sondern es geht um die Frage von Lebenschancen und Lebensträumen von Menschen in unserem Land. Deswegen hat sich diese Koalition sehr klar auf die Fahnen geschrieben, dass es keine Steuererhöhung geben wird, damit Menschen in Deutschland nicht stärker belastet werden, meine Damen und Herren. Deswegen hat sich, auch damit wir in Zukunft nicht mehr belasten müssen, diese Koalition auf die Fahnen geschrieben, dass wir finanzielle Solidität walten lassen und an der grundgesetzlichen Schuldenbremse festhalten. Auch an der Stelle will ich eine Sache in Richtung der heutigen Oppositionspartei Union sagen, auch weil Sie es in Ihrer Rede erwähnt haben, Herr Brinkhaus. Mit Verlaub, Sie sind die falschen Stichwortgeber. Es war der heutige Kandidat für den CDU-Bundesvorsitz, Helge Braun, der die Schuldenbremse schleifen wollte. Es war mit Verlaub im Bundestagswahlkampf Armin Laschet und insbesondere Markus Söder wollte die Schuldenbremse im Grundgesetz ändern. Meine Damen und Herren, die Union ist der falsche Ratgeber auch für uns an dieser Stelle. Und wir werden, damit wir die wirtschaftliche Dynamik, die die Lebensträume erst verwirklichen lässt, damit diese wirtschaftliche Dynamik wieder in Gang kommt, werden die Wachstumspotenziale unseres Landes stärken müssen. Dafür werden wir, der Bundeskanzler hat es gesagt, Planungsbeschleunigung betreiben. Unsere Nachbarländer in der Europäischen Union sind teilweise doppelt so schnell. Deswegen ist es ein richtiges Ziel dieser Regierung, dass wir die Planungszeiten in Deutschland halbieren, meine Damen und Herren. Das ist ein ganz wichtiges Signal an Unternehmerinnen und Unternehmer, an Gründer in Deutschland, die einen Traum verwirklichen wollen und Arbeitsplätze für unser Land schaffen wollen, meine Damen und Herren. Wir werden Superabschreibungen einführen, damit jetzt gerade während dieser Krise noch investiert wird in Deutschland, damit wir in Zukunft in Wohlstand leben und Arbeitsplätze schaffen, meine Damen und Herren. Und ein ganz, ganz wichtiges Ziel, auch für den deutschen Mittelstand, ein ganz wichtiges Ziel, gerade weil die Energiekosten in den letzten Jahren gestiegen sind, ein wichtiges Ziel dieser Regierungskoalition ist, dass wir ab dem Jahr 2023 die EEG-Umlage abschaffen werden, meine Damen und Herren. Das schafft Wachstum und Wohlstand für Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Das Ziel sind zuallererst mehr private Investitionen. Das haben Sie richtigerweise gesagt, Herr Bundeskanzler. Damit das gelingt und auch die öffentlichen Investitionen beispielsweise in die Infrastruktur finanziert werden können, hat die Bundesregierung einen Nachtragshaushalt dem Bundestag zugeleitet. Da werden bereits bewilligte Kreditermächtigungen in den zukünftigen Klima- und Transformationsfonds überführt. Und das Ziel ist ja ganz klar. Das Ziel ist die schnelle Beseitigung der Haushaltslotlage in Deutschland. Ich habe über Solidität vorhin gesprochen. Das Ziel muss sein, dass wir ab 2023 nicht mehr den Notfallmechanismus der Schuldenbremse ziehen müssen, meine Damen und Herren. Und deswegen werden wir mit diesem Nachtragshaushalt gerade keine neuen Schulden machen. Und ich habe mich besonders gewundert über die angekündigte Normkontrollklage der CDU-CSU-Fraktion an der Stelle. Denn anders als die Ampelkoalition in diesem Nachtragshaushalt, lieber Herr Kollege Brinkhaus, haben Sie mit Ihrer Stimme im Jahr 2020 einem Nachtragshaushalt zugestimmt, der zusätzliche Schulden gemacht hat, um dann in ein Sondervermögen zu überführen. Wenn Sie jetzt gegen diese Regierung klagen wollen, müssten Sie zuallererst gegen sich selbst klagen, Herr Brinkhaus. Der Volksmund nennt so etwas Heuchelei, um das auch mit Verlaub zu sagen. Und ich habe über Zukunftschancen vorhin gesprochen. Besonders gelitten in den letzten 16 Jahren einer unionsgeführten Bundesregierung, meine Damen und Herren, hat doch in Wahrheit das Aufstiegsversprechen der sozialen Marktwirtschaft. Chancen gerade junger Menschen hängen in Deutschland zu sehr von der Herkunft, zu sehr vom Elternhaus ab. Deswegen haben wir uns vorgenommen, massiv in Bildung zu investieren. 4.000 Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Kinder werden wir besonders fördern. Wir werden einen Digitalpakt 2.0 auf den Weg bringen. Wir werden das BAföG in Deutschland endlich elternunabhängiger machen. Und, meine Damen und Herren, dazu gehört natürlich auch bezahlbares Wohnen. Selbstverständlich. Das gelingt aber nur, wenn in Deutschland schneller und mehr Wohnungen gebaut werden. Der bisherige Innenminister von der CSU, Herr Seehofer, der dafür zuständig war, der hat verdammt viele Wohngipfel gemacht, aber es wurden verdammt wenig Wohnungen in Deutschland gebaut. Diese Koalition will es genau umgekehrt machen, meine Damen und Herren, um das Aufstiegsversprechen zu gewährleisten. Und wir werden die Menschen dabei entlasten. Die EEG-Umlage, ich erwähnte es vorhin, für die Unternehmen in Deutschland, das gilt natürlich ganz genauso für die privaten Haushalte. Wir werden eine vollständige Abzugsfähigkeit der Rentenbeiträge bereits ab dem Jahr 2023 durchsetzen. Das ist eine Entlastung in Milliardenhöhe für Sozialversicherungsbeschäftigte. Wir werden den Sparerpauschbetrag erhöhen und den Ausbildungsfreibetrag, meine Damen und Herren. Und das ist mir besonders wichtig. Wir werden in Deutschland ein Bürgergeld einführen. Wir werden die Hinzuverdienstmöglichkeiten massiv ausweiten. Wir werden die Anrechnung von Schüler- und Studentenjobs auf Sozialleistungen der Eltern vollständig abschaffen, meine Damen und Herren. Menschen, die es im Leben besonders schwer haben, aber trotzdem die Ärmel hochkrempeln und etwas leisten wollen, die sollten dafür auch belohnt werden. Und ich weiß, dass genau das, dass diese Menschen belohnt werden, ein Herzensanliegen unseres verstorbenen Parteivorsitzenden Guido Westerwelle war, meine Damen und Herren. Es erfüllt mich mit Stolz, dass diese Ampelkoalition das jetzt umsetzen wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will zum Schluss ein Thema ansprechen, was mir besonders am Herzen liegt. Deutschland ist mit einem massiven demografischen Wandel konfrontiert. Und der erfordert beherztes Handeln auch der neuen Bundesregierung. Und damit verbunden ist insbesondere die Tatsache, dass immer weniger Menschen ins Erwerbsleben eintreten, während immer mehr aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Das ist eine große Gefahr für Wachstum und Wohlstand in unserem Land. Deswegen braucht Deutschland gezielte Einwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt. Und Herr Brinkhaus, Sie haben es eben erwähnt und in einem Interview vom letzten Wochenende. Sie sprechen in dem Zusammenhang von einem strammen Linkskurs und offenen Grenzen. Das sind Worte, die normalerweise Rechtspopulisten verwenden, um Ängste zu schüren. Ich weiß, dass das nicht Ihre Haltung ist, aber Ihnen muss klar sein, welche Wirkung diese Worte entfalten. Ich sage ganz klar, Herr Brinkhaus, das ist nicht konservativ, das ist einfach nur dumm. Applaus
Denn seit 16 Jahren blockiert hier die Union die deutsche Wirtschaft, die Start-up in Deutschland, die Bauwirtschaft, die Logistikbranche, der Pflegebereich. Ich könnte die Liste unendlich fortsetzen. Sie alle suchen händeringend kluge Köpfe und fleißige Hände. Die Konservativen haben hier seit vielen Jahren eine moderne und eine unideologische Einwanderungspolitik verhindert. Diesen historischen Fehler werden wir korrigieren. Die Ampel hat sich zum Herzensanliegen gemacht, dass Deutschland endlich Platz nimmt in der Mitte der Länder in der Welt, die ein Einwanderungsland moderner Natur sein wollen, meine Damen und Herren. Wir wollen ein modernes Einwanderungsland werden. Das ist die Botschaft der Ampelkoalition, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zum Schluss, Herr Präsident, steht als Titel auf dem Koalitionsvertrag, wir wollen mehr Fortschritt wagen. Ich habe über Demografie eben gesprochen. Wir werden beispielsweise den Einstieg in eine Aktienrente schaffen. Wir wollen dekarbonisieren und bis 2045 klimaneutral sein. Dazu brauchen wir Technologieoffenheit. Den europäischen Emissionshandel haben Sie erwähnt. Und wir wollen ein digitalisiertes Deutschland, einen unkomplizierten Staat, in dem das soziale Aufstiegsversprechen endlich wieder gilt. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Dürr. Herr Kollege Vogel kann schon mal zu mir kommen. Nächste Rednerin ist die Kollegin Amira Moore mit Ali.